Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid zur Premiere, also zur ersten Ausgabe vom neuen Kleinkunstabendformat Guckis Kleinkunstfundus. Dann habe ich ihn getroffen. Haariges Bärchen 45 bei Web-Singles. Von meiner Seite war das auch nicht gedacht als Beziehung. Das war ein klassischer One-Night-Stand für mich, also quasi eine Stichprobe. Aber weißt du was, wenn ich nicht rutschen darf, dann will ich jetzt mit den anderen Kindern fangen spielen. Weil die Kindergärtnerin hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir uns viel bewegen, damit wir keine motorischen Volldepperl werden, die im Liegen umfallen. Zum Beispiel, was halten Sie denn so persönlich vom Richard Wagner? Ja, ich muss sagen, der macht die beste Tiefkühlpizza, was gibt. Habe ich gesagt, Schatzel, die Schönheitscreme brauchst du nicht. Mit dem Alkohol bist du für mich viel schneller schön und billiger als auch. Aber nach einer Woche wollte meine Frau mich wieder zurückkommen, wollte es haben, Verzöhnung 6. Habe gesagt, gut, biegen wir es auch da, weil die 2-3 Minuten ist eh wurscht. Wir wissen, es ist spät und trotzdem tut's noch weh. Romeo und Julia, Bahnhofstraßen 104. Romeo und Julia, das waren wir. Junges Feuer brennt so hart, aber es verbrennt doch schnell. Romeo und Julia, das waren wir. Stellen wir uns vor, zwei Menschen lernen sich kennen. Dann kann Folgendes eintreten. Er will sie nicht. Meistens ist es dieser Fall. Zwingt mich immer nicht dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim? Zu neugierig waren's, zu interessiert und einer, der hat ständig auf meinen Hintern gestiert. Unangenehm waren die alle, viel zu groß und ständig präsent. Was jeder Ex-WG-Bewohner sicherlich kennt. Hab ihm gleich am Anfang gesagt, ich sehe, sie haben zwei Kinder. Hat er gesagt, naja, er hat drei. Hab ich gesagt, ja, das glauben sie. Ja, aber schau mal, ich bemühe mich doch. Ja, was soll ich in Führerschein schreiben? Hat sich bemüht. Bitte versprich mir eins. Kauf dir nie ein Navi. Das sagt nach 300 Meter, du sollst rechts ranfahren, es will aussteigen. Und wieso bremst du da nicht? Ich habe gerade vergessen, wo das Bremspedal ist.